Genau, ja. Ich musste echt an Nelson Mandela denken. Der hat gesagt, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Ja, und Giovanni Trapattoni hat gezeigt, ja, es sind sogar die Worte über Sport, die die Welt verändern können. Und das hat er Können wir noch mal Mikrofon haben, bitte? Warte mal, die beiden Herren hier. Also, gib mir mal Mikrofon, bitte. Haben wir Mikrofon? Haben wir Mikrofon? Dankeschön. Also, worum geht's euch? Die Fußball-WM findet ja in einigen Jahren in Katar statt. Ja. Dort werden Arbeiter wie Sklaven behandelt. Es sind bisher schon knapp 50 Arbeiter beim Bau der Stadien gestorben. Ja. Es wird hochgerechnet, dass bis zu 4.000 Leute sterben, der Arbeiter, bis die FIFA-WM dort stattfindet. Mhm. Und dort werden Sklaven machen. Die Arbeitgeber nehmen die Pässe weg. Und wir fordern deswegen, dass, oder viele Leute fordern, dass die FIFA deswegen da Druck ausübt, beziehungsweise nicht in so einem Land stattfinden muss. Alles klar. Also, Botschaft angekommen. Ihr hattet eure Chance. Das ist auch bekannt. Jetzt machen wir uns aber weiter in Sonnabend. Herzlichen Dank. Okay. Ja. Das sind ja durchaus bekannte Zustände. Allerdings reden wir heute Abend über Champions League.